Der Club. Heute mit Barbara Lüthi. Guten Abend, willkommen im Club. Keine andere Religionsgemeinschaft in der Schweiz löst mehr Kontroversen aus als die der Muslime. In der jüngsten Debatte geht es um die Frage, ob der Islam öffentlich-rechtlich anerkannt werden soll. Das wollen nach den Sozialdemokraten jetzt auch die Grünen. Welchen Platz soll der Islam in unserer christlich geprägten Gesellschaft? Zurzeit fasten in der ganzen Schweiz Muslime. Das Fasten im Monat Ramadan gehört zu den 5 Säulen des Islam. Jeder 20. Einwohner der Schweiz ist Muslim oder Muslima. Das sind 400'000. Etwa ein Sechstel davon geht regelmässig in die Moschee. Wenn man diese Zahlen anschaut, dann ist klar, die Muslime sind längst Teil unserer Gesellschaft. Und doch gibt es Vorbehalte und Ängste gegenüber dem Islam. Könnte die Anerkennung helfen, die Muslime in der Schweiz besser zu integrieren? Sind wir als Gesellschaft so weit? Sind Schweizer Muslime zu diesem Schritt bereit? Oder braucht es eine vollständige Trennung von Kirche und Staat? Über das diskutiere ich heute Abend mit meinen Gästen. Bei mir ist die liebe Gölderli, SP-Grossrätin Basel-Stadt. Sie sagt, öffentlich-rechtliche Anerkennung schafft Zugehörigkeit. Zaida Keller-Messani, islamische Menschenrechtsaktivistin. Sie kämpft für einen modernen, liberalen Islam. Mustafa Mehmeti, Imam und Leiter des Muslimischen Vereins Bern. Er sagt, meine Religion ist gefangen von Rückständigen. Amir Ziri, Professor für islamische Studien an der Universität Fribourg. Für ihn ist die Islamdebatte eigentlich auch eine Identitätsdebatte. Bei mir ist der Polizsatiriker Andreas Thiel. Er sagt, Menschen machen aus ihren Religionen, was sie wollen. Pascal Gemperli, er ist als Katholik geboren, heute Muslim und Generalsekretär des Waadtländer Verband der Muslimen. Er sagt, muslimische und christliche Werte sind gar nicht so verschieden. Er sieht sich als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Und der Giuseppe Grazia ist da, Medienbeauftragter vom Bistum Chur. Er ist für eine Trennung von Staat und Religion. Herr Mehmeti, machen Sie auch Ramadan? Ja, selbstverständlich. Aus verschiedenen Gründen. Zuerst bin ich selber Theologe. Und gleichzeitig bin ich Prediger und Imam und Vorbeter. Und normalerweise, ich bemühe mich als Vorbild oder als beispielhaft zu sein für die muslimischen Gemeinschaften hier in der Schweiz, wenigstens, aber wegen Überzeugungen und so weiter. Weil ich denke, Fasten spielt eine zentrale Rolle, wenn wir, ich meine, eigentlich es ist nicht Zeit, oder, über die Vorzüge des Fastens zu sprechen. Aber ja, dazu gehört zum Beispiel Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, Achtsamkeit, stärkt die Bindung zu Gott und zur Gesellschaft und lernt Geduld, Ausdauer, Mitgefühl. Ich denke, solche positive Werte, es braucht auch unsere Gesellschaft hier in der Schweiz. Sind denn die, die fasten, die nicht fasten, schlechte Muslime? Nein, ich denke nicht. Ich bin selber Theologe. Theologisch, okay, gut, Theologen sind nicht gleich. Aber theologisch, ich denke, wie ich verstehe Religion, ich denke, wir haben keine solche Kompetenzen oder niemand, abgesehen von seiner Ausbildung, Menschen zu selektionieren um Gut und Böse. Die einzige Kompetenzen in diesem Punkt gehört zu dem einzigen Gott. Und deswegen unsere Gesellschaft in Vielfalt und Diversität hier in der Schweiz. Also beides, sollten, fasten, ja. Es gibt die, die fasten, es gibt ja. Die, die nicht fasten. Oder die Muslime oder Nicht-Muslime, genau. Sollten warten, zum Beispiel, bevor sie vor dem Gott zu stehen. Okay. Dann wird sie informiert, wer war gut und wer war böse. Also das kommt dann erst später. Das wird nicht entschieden werden, dem Fasten. Keller, müssen alle fasten sein? Nein, ich faste nicht. Warum nicht? Ich respektiere die, die fasten. Mhm. Also meine Eltern haben immer gefastet. Aber ich finde, dass auch die fasten, die sollten respektieren, die nicht fasten wollen. Mhm. Nicht nur für sich selber Respekt fordern, sondern das auch vorleben, indem man eben das auch duldet oder respektiert, dass die Leute finden, nein, ich will nicht fasten. Also eben Offenheit, beide Seiten haben Platz. Ja, ja. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, ich sehe auch die Auswüchse von diesem Fastenmonat.
Ich war kürzlich in Tunesien, wo der Ramadan angefangen hat. Und da sehe ich einfach, dass die Leute zum am Tag wirklich nichts trinken, bei sehr hohen Temperaturen. Und dann am Abend wird einfach gegessen, 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 bis am Morgen, bis zum Sonnenaufgang. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich der gesundheitliche Nutzen, wenn man es so macht? Gut, wir schauen jetzt mal vom religiösen Standpunkt an. Und dann gehen wir gerade weiter zur nächsten Religion. Herr Grazia, fasten Sie auch vor Ostern als strenggläubiger Christ? Ich nehme es nicht so ernst. Aber ich sehe den Wert, also vor allem den spirituellen Wert. Also es ist, ist weniger eine Art Fitness für sich selber, dass man eine bessere Linie bekommt nach der Fasnachtszeit, die man jetzt auch rauslässt. Es ist mehr da, dass man sagt, ich will mich verbinden mit Jesus leiden. Ich will mich verbinden und ich will nicht vergessen, dass es sehr viele Leute auf dem Planeten gibt, wo es hundsmiserabel geht. Und mir geht es im Moment gut. Das ist eigentlich der spirituelle Hintergrund des Fasten, ganz einfach gesagt. Und da finde ich schon extrem. Solidaritätsgedanke. Der Solidaritätsgedanke ist extrem wesentlich. Für alle Heiligen in der Kirchengeschichte war das ein wesentlicher Gedanke, sich zu verbinden mit dem Leid der Welt. Und wenn Fasten natürlich Spass machen würde, dann wäre es sinnlos. Oder? Aber dann gibt es ja durchaus eine Parallele zwischen dem christlichen Fasten und dem muslimischen Ramadan. Es gibt eine Parallele zwischen allen Religionen. Es geht immer um die gleiche Botschaft. Bedenke, Mensch, du bist Staub und zum Staub gehst du zurück. Du bist da nur Mieter. Und irgendwann kommt der Vermieter und schmeißt dich aus der Wohnung. Du dich jetzt schon vorbereiten. Also alle Religionen haben Gemeinsamkeiten. Herr Gemperli, Sie sind als Katholik geboren, sind dann später zum Islam übertreten. Sie kennen beide eine Seite. Für Sie jetzt, hier in der Schweiz, gehört sagen wir, die religiöse Praxis vom Ramadan genauso zur Schweiz wie Weihnachten? Also die Schweiz ist das Land der Minderheiten. Und ich denke, in der Schweiz geht es so gut, wie es der Minderheiten in der Schweiz gut geht. Und die gehören alle zu der Schweiz, mit allem, was sie ausmacht. Inklusive der Ramadan, jetzt im Fall der Muslime. Und ich finde auch, das ist eine Eigenentscheidung. Also ich unterstütze auch die Leute, die jetzt quasi sagen, man muss natürlich auch respektieren, ob jemand fastet oder fastet nicht, praktiziert oder praktiziert nicht. Ich finde sogar, dass das eigentlich Teil des Islam ist. Also es muss ja jeder quasi selber Verantwortung für sich übernehmen. Und es gibt niemanden, der einem das abnehmen kann. Also das ist eine Eigenverantwortung, das ist ein freier Wille, der muss da sein. Fastet und sonst bringt es ich faste. Okay. Herr Ziri, Sie sind vor einem halben Jahr in die Schweiz gezogen. Aus Deutschland. Und in Deutschland schwelt die Islamdebatte, der Islamdiskurs. Der Innenminister Horst Seehofer sagt, der Islam gehört nicht zu uns. Angela Merkel kontert und sagt doch, er gehört zu uns. Sie sind auch Muslim. Tun Ihnen solche Aussagen nicht weh? Also ich kann sie, ich kann sie politisch nachvollziehen. Das ist natürlich ein Gerangel auf symbolpolitischer Ebene, ob der Islam zu Deutschland gehört oder ob der Islam zu der Schweiz gehört. Aber was ich feststelle, ist eigentlich, dass auch bei das, was Muslimen letztendlich irgendwie ans Herz geht, ist, wenn keine Wertschätzung von der Gesellschaft entgegengebracht wird. Und die Wertschätzung bringt man Menschen entgegen, die bringt man keinem Konstrukt entgegen. Deshalb finde ich es auch unheilvoll, also von der Anerkennung des Islams zu reden, sondern wir wollen eigentlich Bürger anerkennen, die jetzt gerade zufällig Muslime sind, die aber zufällig auch Hindus sein konnten oder Buddhisten und damit also der Staat seine Sorgfaltspflicht letztendlich für diese Minderheiten annimmt. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir dadurch nicht in irgendeine Kulturkampf-Rhetorik stoßen. Ein Staat hat eigentlich gar keine wertende Beurteilung zu treffen, ob der Islam zu Deutschland oder zur Schweiz gehört, sondern was zu den Nationen gehört, ist eben die Menschen, die eben sich religiös unterschiedlich artikulieren. Sie haben jetzt gesagt, eben kein Kulturkampf-Rhetorik, das ist ganz wichtig, ja. Auch in dem ganzen Diskurs. Nehmen Sie dann die Islamdebatte oder den Diskurs in der Schweiz anders wahr als in Deutschland? Oder wie nehmen Sie sich da in der Schweiz wahr? Also relativ ähnlich in der Summe. Es gibt natürlich auch bestimmte Schweizer Besonderheiten, die sich einfach durch das Rechtsprinzip, die Rechtsordnung hier nochmal ergeben. Basisdemokratische Werte, die hier nochmal anders stärker sind als in Deutschland. Aber in der Summe geht es eigentlich immer sehr stark um identitäre Debatten. Und das ist momentan ein globales Phänomen, das existiert von Indien bis Europa, umschließt auch muslimische Länder, bis also nach Nordamerika. Es gibt einen starken Bedarf an identitärer Bindung und es gibt auf der anderen Seite einen starken Bedarf an Differenzideologien.
Und diese Differenzideologien, die können religiös genährt sein. Im muslimischen Fall, indem ich mich beispielsweise extremistisch gegenüber meiner Gesellschaft benehme. Aber die können auch ideologisch begründet sein, die können ethnisch begründet sein, die können sprachlich begründet sein. Und ich glaube, die große Herausforderung für postsäkulare Gesellschaften ist es eben, also diesem Phänomen, diesem Bedürfnis nach klarer Orientierung, nach klarer Identität, dieses Scheuklappendenken dem entgegenzutreten. Sie sagen, es geht eben auch um eine Identitätsdebatte, es geht auch um Identität. Identität hat auch immer mit Anerkennung zu tun. Ja. Frau Göger, die SP wird jetzt ja den Islam öffentlich-rechtlich anerkennen. Das heisst, also soll eigentlich die gleichen Rechte und Pflichten haben wie Landeskirchen. Wieso will das die SP? Ja, das ist so ein bisschen plakativ, dass man jetzt sofort die gleichen Rechte haben. Ich denke, wenn man das plakativ müsste beantworten, kann man sagen, in 50 Jahren wäre das vielleicht so weit. Mhm. Aber heute sehe ich das ein bisschen differenzierter, dass wir grundsätzlich, und bin ich froh, dass meine Partei das federführend endlich mal in die Hand genommen hat, dass man gesagt hat, doch, das ist ein Thema, das muss man diskutieren. Das ist ein Thema, das man sich annehmen muss. Und da braucht es eine sachliche, eine nüchterne Diskussion. Wieso muss man sich dem Thema annehmen? Sie haben es einleitend gesagt. Wir haben 5% der Bevölkerung, die in der Schweiz mittlerweile lebt. 400'000 Frauen und Männer und Kinder, die bei uns tagtäglich einen tollen Job machen, eine grosse Integrationsarbeit leisten. Sagen wir 395'000 von denen, die das wirklich machen, die zu ein Teil dieser Bevölkerung sind. Und dort finde ich, und es ist halt so, vor 40 Jahren hat das anders ausgesehen, aber heute sieht das anders aus. Wir haben eine pluralistische Religionsvielfalt, die heute bei uns vorhanden ist. Und diesem Thema können wir entweder wegschauen, können Islambashing machen oder wir akzeptieren es, indem wir sagen, es braucht einfach eine Diskussion in dieser Runde, es braucht nüchterne und gute, also wirklich, wie gesagt, eben, ich bin keine Theologin, aber es braucht auch einen politischen Willen dahinter. Es braucht einen politischen Willen. Es muss man jetzt in der Stunde sprechen. Der SP-Präsident Christian Löwe hat das ein bisschen zugespitzter formuliert, nämlich in einem Interview der Sonntagszeitung November letztes Jahr, wo er gesagt hat, wir wollen das Feld nicht scharf machen von der SVP und der CV überlassen. Ist ein bisschen zugespitzt, was sie jetzt. Ja, also das haben sie gemacht. Also die SVP hat ja jetzt genug lange Zeit gehabt, um Islambashing zu betreiben. Das ist einfach ein Fakt. Und ich finde es vernünftig, wenn sich genau die Parteien dem widmen, die auch bereits schon für die Integration viel Arbeit leisten. Das ist auch ein Teil von der Integration. Integration, Frau Gölgeli, Sie selber gehören zu den kurdischen Aleviten an. Und 2010 hat Basel-Stadt ja die Konfession, die sogenannte kleine Anerkennung gewährleistet. Das heisst also Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Zugang zur Seelsorge, in Spitälern, in Gefängnis, aber die Steuern können nicht eingetrieben werden. Aber doch wohl die Anerkennung, die kleine Anerkennung, auch wenn das mehr symbolisch ist, was hat das? Was heisst das für Ihre Konfession, für Ihre Glaubensgemeinschaft? Mhm. Also wichtig ist mal schon, zu der Vorgeschichte war, dass es zwei alevitische Vereine in Kanton Basel-Stadt und dass die schon eigentlich sich ideologisch ein bisschen differenziert haben und sich damit befasst haben, dass sie mal zusammenkommen. Aber es für Sie persönlich. Ich weiss, Sie sind in der Schweiz gefahren, aber gleich. Was hat das für Sie geheißen, die Anerkennung? Ja, ich hatte darunter gelitten, wo meine Eltern mir immer gesagt haben, hey, du hast im Prinzip keine Identität. Also es nicht können? Nein, also ich meine, ich war staatenlos, weil ich Kurdin aus der Türkei bin und dann noch Alevitin und nicht Sunnitin. Also das war für mich, das ist etwas, das ich nicht ausgewählt habe. Und endlich mal sagen, hey, das bin ich einfach. Das ist enorm gross. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber das ist eine riesige Anerkennung. Also das tut gut. Also Sie sagen, die Anerkennung hat Zugehörigkeit geschafft. Absolut. Oder? Yeah. Jetzt, die Anerkennung, wie jetzt die SP sagt, möchte sie auch für den Islam, die öffentlich-rechtliche Anerkennung, ist ja, wenn es nach der SP geht, an bestimmte Bedingungen geknüpft. Oder? Regeln und Pflichten. Wir schauen schnell die Bedingungen an. Also es muss ein Dachverband mit Repräsentanz vorhanden sein, dann demokratische Strukturen mit gleichberechtigter Teilnahme von Frau und Mann, das Bekenntnis zum säkulären und diskriminierungsfreien Rechtsstaat, die weitgehende Unabhängigkeit vom Ausland und Übernahme von gemeinnützigen Leistungen, wie z.B. Seelsorge.
Und die finanzielle Transparenz, genau. Die anerkannte Gemeinschaft, die soll unter kantonaler Aufsicht stehen. Frau Gögeli, jetzt die erste Frage, was heisst denn das genau? Gleichberechtigte Teilnahme von Mann und Frau. Also, dass Frauen auch können beten, dass es weibliche Imame gibt? Oder was, wie tun Sie das konkretisieren? Genau, also um mal sagen können, es ist halt ein bisschen schwierig in dem Sinn, weil ich nicht an und für sich die Religion im Vordergrund setzen will, welche Religion was ausüben hat. Aber was klar, ich meine, die Anerkennung muss ja auch ein bisschen Forderungen mit sich bringen. Und die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist für mich diskussionslos. Was heisst denn das jetzt ganz klar auf die Religionsgemeinschaft? Also da gibt's ja, man kann sich durchaus an den Menschengerichtshof wenden, der ja gewisse Sachen schon vorschreibt. Mhm. Zum Beispiel ganz plakativ gesagt, also es ist nicht plakativ, sondern es ist Fakt, ist, dass zum Beispiel Lehrerinnen kein Kopftuch tragen tun. Das ist ein Zeichen von Gleichberechtigung. Das ist schon festgehalten. Es gibt ja schon gewisse Sachen, die festgehalten sind. Aber da muss ich aber auch sagen, nicht nur für den Islam, sondern auch für andere Religionen müssen wir den Fächer öffnen. Ja. Und auch die Gleichberechtigung. Gleichberechtigung von Mann und Frau, da kommen wir gerade noch dazu, für andere Religionen öffnen. Ja. Genau, das spielen wir dann gerade noch weiter. Aber jetzt einfach noch mal ganz schnell in dem Thesenpapier von der SP. Heisst ja ganz klar, dass die Religionsgemeinschaften innerhalb, also die Religionsgemeinschaften sollen eine gewisse Gleichberechtigung aufzeigen. Absolut. Wie stellen Sie sich das vor? Frauen sollen auch Zugang haben. Also das ist ganz wichtig. Also Zugang. Wie gesagt, man sieht es auch bei den römisch-katholischen Kreisen, also dass man nicht das Zugang hat. Es kann auch weibliche Imame geben, es kann Zugang in Unterricht, Zugang und so weiter. Es gibt ja verschiedene Sachen, vielleicht können Sie da im Detail darauf eingehen, weil da wäre ich die falsche Ansprechperson. Aber einfach, das ist für uns diskussionslos. Also das kann man auch nicht verhandeln von unserer Seite her. Gut, aber es gehört ja auch, wie Sie sagen, in dem Thesenpapier heisst es, es gilt eigentlich für alle anerkannt öffentliche Glaubensgemeinschaften. Ich meine, da können wir natürlich auch, Herr Grazi, ich will den Ball jetzt gerade Ihnen zuspielen. Das ist ja dann, ja, ist ja bei der römisch-katholischen Kirche auch nicht so, dass Frauen da gleich zugehören. Und bei den Juden auch nicht. Also wenn Sie die orthodoxe Juden in Zürich anschauen, dort darf Frau nicht einmal aus der Tora vorlesen. Ich sage ganz eine einfache Sache, da geht der Staat nicht an. Wenn in Zürich morgen Apple einen Job aufmacht, wo nur Frauen arbeiten dürfen, dann geht der Staat nicht an. Für mich ist die Frage, die heute Abend sich stellt, eigentlich die Frage, wie soll der Staat schauen, dass Integration stattfindet? Das ist die Frage. Und ich sage, ganz ein einfacher Regelsatz für mich, für einen liberalen, modernen Rechtsstaat, ist es klar, der Staat muss gesellschaftlich integrieren, nicht religiös. Der Staat darf nicht über die Religion gehen. Das ist eigentlich ein Grundsatz für einen modernen Rechtsstaat. Das Modell, dass ich über Religion versuche, Leute zu integrieren, als Gruppe, meine, das ist ja das, was Sie vorhin gesagt haben, ist ein Widerspruch zu dieser zu dem SP-Vorstoß. Sie wollen ja als Muslime adressiert werden, nicht als Bürger. Das heisst, wichtig wäre eigentlich, dass der Staat Religion nicht organisiert und dass der Staat nicht über Religion integriert, sondern über Gesellschaft. Ich mache ein Beispiel über Sportverein, über Kulturverein, über den Arbeitsmarkt, über Bildung und Schule. Also eigentlich über das gesellschaftliche Leben selber. Und ich möchte nicht als Katholik vom Staat ernst genommen werden. Ich möchte von meinem Bischof als Katholik ernst genommen werden. Vom Staat möchte ich als Bürger ernst genommen werden. Also ich sage, Sie sind für die absolute Trennung von Staat und Kirche. Es geht nicht um das. Es geht um die Frage, wo muss der Staat integrieren? Durch was? Durch welche Instrumente? Und Sie sagen nicht durch die Religion? Und die SP, oder? Ganz klar. Die SP hat in einem Punkt recht. Das ist im Moment ist es einfach nicht gerecht. Im Moment werden zwei Religionen privilegiert. Vielleicht drei oder vier noch dazu, wenn man die anderen anschaut. Und die anderen sind nicht privilegiert, das stimmt. Mhm. Aber wo sie nicht recht hat, ist das Ziel der Integration. Das Ziel suchen sie über die Religion. Mhm. Sie schieben eigentlich zwischen dem Staat und sich und den Bürgern schieben sie Autoritäten und Institutionen, religiöse. Und ich finde, das der falsche Weg, ist ein vormoderner Weg. Die Landeskirche, die wir heute haben, kommt aus dem Mittelalter. Das System kommt aus dem Mittelalter, dass der Staat noch Religion organisiert, dass der Staat Geld eintreibt für Religionen. Das ist im Prinzip eine voraufklärerische Errungenschaft. Ja. Früher hat es das gebraucht, oder? Herr Grazi, wir kommen zu dieser Trennung von Kirche und Staat. Aber ganz klar, um das nochmal zusammenzufassen, Sie sagt, Integration soll und nicht über die Religion.
auf keinen Fall über die Religion. Sondern ja, wie Ernstfall sagt, dass der Mensch soll als Bürger, der zufällig muslimisch oder veganer oder ufologisch ist, doch mir gleich. Aber als Bürger, als Schweizer adressiert werden, gut. der Einzelne. Frau Keller, wie soll ich mich hier einbinden? Eine Anerkennung. Ich meine, es gibt doch gewisse Forderungen, gerade nach der finanziellen Transparenz, die Sie sehr dürfen befürworten. Wie sehen Sie das? Erstens möchte ich vorausschicken, also das Positionspapier von der SP ist mehr Wahlpropaganda als etwas anderes. Es würde mich extrem wundern, wenn plötzlich die SP sich jetzt speziell für die muslimische Bevölkerung interessiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Wahlkampf angefangen hat. Jetzt zu den Forderungen, das sind eigentlich hochkomplexe Sachen, die man nie zustande bringen will. Auf jeden Fall nicht im Rahmen einer parteipolitischen Positionierung. Wir haben gerade kürzlich gesehen, zum Beispiel beim Ständerat, ist die Diskussion gelaufen über Finanzierung vom Ausland, von Moscheen. Und da das haben wir ein Nein gehabt. Also, die Sache ist viel komplexer. Und nachher, wie weit ihr kontrollieren, Gleichberechtigung von Mann und Frau? Die werden sich alle sagen, ja klar, sind wir, oder? Sie wollen ja jetzt anerkennen. Stichwort Anerkennung habe ich eine ganz grundsätzliche Frage. Was soll anerkannt werden? Was und wer? Wir reden nämlich da von einer Minderheit, innerhalb der muslimischen Bevölkerung, die in Form von Moscheen, von Vereinen, von Verbänden, von Vereinen organisiert sind. Das ist eine absolute Minderheit. Und niemand redet von denen. Wie viel bleiben da noch übrig? 88% absolut säkulare Leute. Für die ist die Trennung von Staat und Religion eine Selbstverständlichkeit. Sie leben das tagtäglich. Also, wer redet eigentlich für die? Und vielleicht noch ganz kurz, einfach ein letzter Satz. Was mich total stört in dieser Diskussion, ist, wie der organisierte Islam in Form von Vereinen und Verbänden, die ich persönlich als politischer Islam deute, dass der sich immer damit brüstet, er redet für 400'000 Muslime. Das macht auch die SP und das ist völlig falsch. Sie reden nur für die 12%, die überhaupt eine Moschee besuchen. Also ich möchte, das ist ziemlich an die SP adressiert worden. Herr Göhrli, da kommt eine Frage zu Ihnen, eine Antwort geben. Also einerseits... Lassen Sie schnell Frau Göhrli, weil Sie also, wegen der SP... Die SP behauptet nicht, Vertretung von 400'000 Musliminnen und Muslimen zu machen. Und zu ihrem Wahlpropaganda, die SP beherbergt schon über 20 Jahre Migrantinnen aus der Türkei, aus dem Balkan. Das ist nicht reine Wahlpropaganda. Nicht als Vorarbeit, das ist eine Vorarbeit, die jetzt lang dauert und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt kommen, wo man vielleicht eine selbstvertraute Selbstmut gefunden hat und das vielleicht deklariert hat. Dass das so einfach das Abschmettern finde ich, das ist nicht okay. Das möchte ich einfach klarstellen. Und nachher, das sind, ich habe es nochmal gesagt, das ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt ist. Das ist eine Sache, die wir gerne möchten diskutieren. Jetzt haben die Grünen auch bereits schon irgendetwas gebracht. Und meine Hoffnung, ja genau. Also, die haben bereits schon parlamentarische Instrumente gebracht, das haben wir noch nicht gemacht. Wir möchten das vorab diskutieren und die Diskussion läuft schon längere Zeit. Und dann bin ich ja froh, dass das grundsätzlich auch aus der Seite von der SP gemacht wird, dass das geführt wird. Herr Gampoli, jetzt Sie. Also einerseits bezüglich Säkularismus, also da bin ich völlig dagegen, das darf man auch nicht so ausspielen. Also, man kann nicht sagen, die praktizierenden Muslime sind nicht säkular und die anderen sind säkular, das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann sagen, praktisch alle Muslime in der Schweiz sind säkular. Dass es eine gewisse kleine Prozentzahl gibt, die vielleicht nicht säkular ist, wie allen anderen Religionen, bin ich völlig einverstanden. Aber die ganz grosse, der ganz grosse Anzahl der Muslime, gleich Prozentsatz wie die anderen, sind säkular. Und von der, bezüglich praktizierenden Muslime, also vom Bundesamt für Statistik, es gibt eine Statistik, die sagt ungefähr 12% so etwas. Das sind die Leute, die quasi täglich praktizieren. Dann gibt es die Leute, die irgendwie einmal in der Woche praktizieren. Dann gibt es die Leute, die ein- bis zweimal im Jahr praktizieren. Wenn ihr die dazu zählt, dann sind wir bei 50-60% oder so. Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig, was eigentlich wichtig ist, Frau Messali. Und dort sehe ich, was Sie eigentlich versuchen, da uns zu pushen, was aber von meiner Seite her, meiner Ansicht nach, völlig falsch ist. Verbände und Vereine vertreten Leute, die wollen, von ihnen vertreten werden. Es geht um Religion, es geht um eine religiöse Gemeinschaft. Ob das 5% sind von dieser Gruppe oder 20% oder 50%, das ist völlig egal. Es geht darum, wie organisiert sich die religiöse Gemeinschaft, in unserem Fall um Moscheen herum,
und dann in Verbände. Und um die geht es. Ob jetzt das 5% sind von allen Muslimen oder 99%, das spielt gar keine Rolle. Sie wollen ja eine Anerkennung, sie sind für eine Anerkennung. Auch der Verein, den sie vertreten, sind sie dann bereit für eine Anerkennung? Ist Ihre Gemeinschaft bereit? Also wir im Kanton Aargau, wir haben sie eingegeben jetzt vor kurzem, die Anerkennung. Und da möchte ich noch kurz etwas aufnehmen von vorher, ganz kurz. Also einerseits wird nicht der Islam anerkannt. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Was anerkannt wird, sind Rechtssubjekte, also Vereine, in Form von Vereinen oder in Form von Verband. Würde dann Ihr Verband die Bedingungen erfüllen? Ja, sonst hätten wir den Antrag nicht eingegeben. Mhm. Also wir haben jetzt kürzlich eingegeben. Einerseits wird quasi Vereine werden anerkannt und nicht der Islam wird anerkannt. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der andere ganz wichtige Punkt, es ist keine öffentlich-rechtliche Anerkennung. Es ist eine kleine Anerkennung, eine privatrechtliche Anerkennung. Im Kanton Waadt ist nur die privatrechtliche Anerkennung möglich, nach Verfassung. Genau, Im Kanton Basel, das ist der zweite Kanton, wo es eigentlich überhaupt möglich ist. In den anderen Kantonen ist es gar nicht möglich. Im Kanton Basel, so wie ich weiß von der Gemeinschaft im Kanton Basel, die möchten auch lieber auf eine kleine Anerkennung, auf eine privatrechtliche, momentan sich konzentrieren. Und ich glaube, das ist richtig, dass auch das, was die katholische Kirche offiziell sagt, sie möchten lieber eine kleine Anerkennung. Und ich glaube auch, das ist der richtige Weg. Und dann kann man schauen, wie ist das, wie geht das, läuft das gut. Und dann sehen wir in 20, 30 Jahren sehen wir wieder. Ja. Herr Mwiti? Ja, es ist so, eigentlich, die letzte Debatte über eventuell eine Anerkennung oder sogenannte öffentliche rechtliche Anerkennung der muslimischen Gemeinschaft in der Schweiz. Ich denke, wir könnten nicht aus politischer Perspektive anschauen. Oder das ist vielleicht, das gehört zu den Politikerinnen und Politikern. Oder? Aber ich bin selber als Theologe, als Imam und als Bürger des Landes. Und ich denke, es handelt nicht zu tun mit der Zahl, wie viel Prozent wir sind. Ob wir sind abgenommen oder zugenommen. Oder es handelt sich nicht mit dem irgendwie, wir sind aktiv oder passiv, wer vertreten oder wer nicht wird vertreten. Sondern ich denke, es hat zu tun mit unserer heutigen Realität. Das, was ich finde, als Mitbürger des Landes, wir sollten unbedingt jetzt neu denken, nicht wie vor 20 Jahren, 30 Jahren. Ja, die Umstände in der Schweiz stark geändert. Aber was heisst denn das, Herr Mwiti, ganz konkret, was heisst denn das? Sie haben ja gesagt, Sie wären für eine Anerkennung, aber Ihre Gemeinschaft sei noch nicht bereit, wenn man auch die, ja, okay, wenn man die, wenn man die Rechte anschaut, wenn man die Forderungen anschaut. Ich denke, genauso wie ich verstehe die Initiative von SP, die SP hat nicht vorbehaltungslos oder ohne Reserven bereit, oder Fortschritte zu machen, sondern im Gegenteil. Wir haben selber die Forderungen gesehen. Zum Beispiel zwischen Forderungen gibt es Paletten, riesige Paletten. Das heißt, mit solchen Forderungen automatisch die SP und Grünen den Ball auf unsere muslimischen Gemeinschaften geworfen. Und dann, ich denke, wir Muslimen, interessant, heute ist, wir debattieren mehr nur politische Debatte. Aber bleiben wir schon bei dem. Sie sagen, die SP hat den Ball auf ihre Gemeinschaften geworfen. Was meinen Sie mit dem? Bleiben wir mal ganz konkret. Ja, das ist ganz konkret. Zum Beispiel, wenn wir, wer verfordert uns, aufgefordert uns über die demokratischen Strukturen. Demokratische Strukturen, nach meiner Meinung, ist ganz einfach. Oder Transparenz in Finanz, ganz einfach. Aber vorher, ich habe auch gehört von verschiedenen Diskutanten, die Verhältnisse zwischen männlichen und weiblichen. Gleichberechtigt. Teilnahme von Männern und Frauen. Es ist sehr kompliziert. Also, es braucht noch Zeit, sagen Sie. Es braucht noch Zeit. Herr Thiel, jetzt möchte ich Sie noch einbinden. Die Zeit ist noch nicht reif. Zeit ist noch nicht reif. Der Wille, Sie sagen, von innersten Willen da. Reif. Das heisst, wir Muslimen sollten intensiv mit diesen Paletten beschäftigen, damit, ob wir sind bereit, diese Forderungen zu erfüllen oder nicht. Ich denke, es ist also nicht Utopie, Diskurs nicht so, wir könnten nicht sagen, zum Beispiel nicht überfühlen oder so weiter. Sonst ganz einfach, ja, die Hoffnung, wie ist, stirbt zuletzt, oder? Wir dürfen nicht von Anfang an aufgeben. Also, Herr Mwiti, ist ein schönes Wort. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie sagen, das ist wirklich, jetzt haben Sie eine Aufgabe.
Oder? Sie müssen sich mit dem beschäftigen, aber ja, in der Debatte führen. Herr Thiel, Sie gelten als scharfe Kritiker vor dem Islam. Was halten Sie von so einer Anerkennung? Können Sie das nicht einen Vorteil bringen? Also, mal abgesehen davon, dass ja für die Trennung von Staat und Religion bin. Ich bin Vegetarier. Und das ist meine private Angelegenheit. Also ich komme jetzt nicht auf die Idee, vom Staat staatliche Anerkennung für Vegetarier irgendwie zu bringen. Das ist aber keine Religion, ist, Herr Thiel. Aber Vegetarier ist ja keine Religion. Ja, gut, ich kann ja sagen, ich bin Buddhist. Gut, aber wenn wir jetzt in Schiff. Ja, gut, okay, wenn wir ja gut, das stimmt. Grundsätzlich finde ich jetzt interessant. Ja, stimmt. Hier ist die Frage. Ja, auftaucht, was wird anerkannt. Und das ist der Punkt. Wir, unsere Generation, oder? Wir sind alle mit Türken und mit Albanern aufgewachsen. Das heisst, wir haben muslimische Freundeskreise. Aber da versteht jeder etwas anderes darunter, was er als muslimisch empfindet. Oft sogar das Gleiche, was wir vielleicht als christlich empfinden oder so. Das heisst, wenn man quasi der Islam jetzt durch irgendeine offizielle irgendeine Form geben, dann muss man schauen, was wir hier kauft, das ist trojanisches Pferd. Ja, also, was heisst das? Schau, wenn ich eine Firma gründe, wenn ich eine AG gründe, ich kann nicht einfach eine AG gründen. Ich muss Statuten vorlegen und die Statuten, das Organisationsreglement, das muss absolut übereinstimmen mit dem Gesetz, sonst dürfen wir die AG nicht gründen. Genau und so, jetzt, wir haben unsere Statuten nicht gegeben, wir haben unsere Protokolle. Vorhin noch niemand. Lassen wir schon den Thiel fertig, weil er das erste Mal ja eingebunden wird, dann komme ich gleich zu Ihnen, Herr Gämperli, zum Gegner. Schauen wir mal. Grundlagen an. Oder? Es gibt so viele verschiedene muslimische Richtungen und keiner ist sich einig. Sie sind sich nur irgendwie bei etwas einig. Gottes Wort. Es wird etwas aus jeder Moschee als Gottes Wort verkauft, das fast jedem Punkt diametral unserer Verfassung widerspricht. Also, ihr könnt nicht zwei Sachen anerkennen, die sich widersprechen. Also, ihr könnt nicht sagen, wir haben Gleichberechtigung von Mann und Frau und gleichzeitig ist die Frau weniger wert. Sie können nicht sagen, wir haben ein Tötungsverbot und gleichzeitig tut man dazu aufrufen, Angstgläubige zu töten. Und das geht über Steinigungen und Hände abhacken. Okay, und so. Also, wenn ihr sehr stolze Statuten ändern. Also, genau. Ja. Herr Gämperli, ich komme gerade mit. Herr Gämperli, darauf reagieren dann der Herr Ziri. Ja. Ja, gut, nicht monopolisieren, also, da sind wir jetzt voll im Element mit dem Herrn Thiel. Oder? Also, darum sind sie wahrscheinlich auch gekommen. Also erstens einmal, also, wir müssen natürlich genau bei einer Anerkennung, wir müssen genau alles das eingeben. Wir müssen Statuten eingeben, wir müssen Protokolle eingeben von der Versammlung, wir müssen Mitgliederlisten eingeben, wir müssen alle Finanzen eingeben, das haben wir jetzt alles gemacht. Der interne Diskurs, wir machen das seit ein paar Jahren. Das Gesetz gibt es bei uns seit 2007. Seit 2003 in der Verfassung. Wir haben ein paar Jahre lang den internen Diskurs gehabt. Wir haben diskutiert, wollen wir das? Was bringt uns das? Was sind Vorteile? Was sind Nachteile? Und dann haben wir irgendwann entschieden, wir wollen das. Und wir sind bereit, uns auch dem, wie soll man sagen, zu unterwerfen oder quasi die Kriterien einzugehen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben alles zusammengesucht, wir haben alles eingegeben. Und wenn es jetzt für uns wäre, so wie in Genf zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht, für mich ist das ehrlich gesagt ein bisschen, fast ein bisschen gleich. Also wenn jetzt das säkular wäre wie in Genf oder wie in Neuchâtel, sind sie jetzt auch am Gesetz ausarbeiten für die Anerkennung. Dann würde man halt als einzelner Verein, teilweise macht es das fast einfacher. Zum Beispiel jetzt für die Seelsorge. Dann gehen wir zum Gefängnis, machen eine Vereinbarung und dann machen wir die Seelsorge. Bei uns ist es wahnsinnig kompliziert im Kanton Waadt, weil der Kanton sagt, ohne Anerkennung keine Zusammenarbeit mit der Behörde. Das heisst, wir müssen durch den ganzen Prozess durch. Der Prozess geht etwa 10 Jahre. Und sonst gibt es keine Zusammenarbeit mit der Behörde. Und darum machen wir das. Wenn wir gerne fahren, dann würden wir es anders machen. Also, Sie haben den angeregt. Sie sind transparent. Sie sagen, dass Sie die Vorschriften oder die Pflichten erfüllen. Mhm. Ich will einen Schritt weitergehen. Jetzt reden wir auch darüber, was wird anerkannt. Wir haben es von Vereinen, Frau Kellermissoli. Sie sagen, das sei das Problem, dass dann nicht die ganze, alle Muslime anerkannt werden. Reden wir vom Islam in der Schweiz. Was für ein Islam wird denn in der Schweiz gelebt? Eben, es ist jetzt angetönt worden. Es ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass der Islam in der Schweiz sehr ethnisch aufgesplittert ist. Man hat Türken, Bosnier, Mazedonier, Albaner, Araber, Somalier. Es ist sehr aufgesplittert in Ethnien. Das ist übrigens ein Punkt, der sich sehr unterscheidet von zum Beispiel katholischen Kirche. Und darum kann man die Anerkennung nicht immer in Bezug auf die Landeskirchen machen. Das ist einfach ein Denkfehler. Das ist das eine. Das andere ist, es ist jetzt zum Beispiel gesagt worden, also angedeutet vom Herrn Thiel,
ja, dass es tatsächlich problematische Stellen hat in diesem Text aus dem 7. Jahrhundert. Und dass es ein absolutes Tabu ist, über den Text schon nur kritisch zu diskutieren, weil es, und das ist ein Problem, weil man den Text quasi als Gottes Wort erachtet, wo ewig ist. Das heisst, der Mensch darf an diesem Text nichts verändern. Wir haben, jetzt komme ich noch zum Punkt, ja. Gleichberechtigung. Wir haben probiert, zum Beispiel in Berlin mit einer liberalen Moschee, die wir gegründet haben vor einem Jahr, haben wir probiert, gerade diese Sachen anders zu denken und auch anders zu leben. Zum Beispiel beten wir Männer und Frauen im gleichen Raum. Und wir haben als Imame haben wir Frauen. Und wir haben eine lebendige, kritische Kultur entwickelt im Umgang mit dem Text. Weil der Text hat tatsächlich einfach Sachen drin, die inakzeptabel sind für das 21. Sie sagen, Jahrhundert. Sie sagen inakzeptabel, ja. Der Text hat so Stellen drin. Hat hier mit, ich komme gerade zu Ihnen, wir kriegen auch in die Korankritik, aber jetzt hat sie, jetzt will ich sie einbinden. Sie sind ja Co-Direktor vom Schweizerischen Zentrum für Islamgesellschaften. Dort können eben Studenten auch lernen, wie man den Text ausleiht. Wie tun Sie das im Kontext interpretieren? Ja, also ich denke, ein wichtiger Aspekt ist einfach die Selbstbemächtigung der religiösen Auslegung. Und es ist dann einfach sehr, sehr wichtig, dass solche Gemeinden, auch liberale Gemeinden, also sich selber ermutigt fühlen, quasi diese Verantwortung anzunehmen und auch sich selber dieser Interpretation zu bemächtigen. Und ansonsten, über diese Ebene hinaus, ist es ein Überzeugungsdiskurs. Und das ist eben das Interessante. Wir haben also keine institutionelle Verpflichtung qua Amt, sondern es gibt eben eine sehr, sehr starke Wertschätzung von Gewissensfreiheit. Und es gibt keine Weisungsbefugnis in Glaubensangelegenheiten. Das heißt auf der anderen Seite, dass es der religiöse Diskurs ein sehr starker Überzeugungsdiskurs ist. Sie können mit ihren Positionen überzeugen oder sie können mit ihren Positionen nicht überzeugen. Was teilweise kritisch dazukommt, und da muss man eben auch vorsichtig sein, dass wir teilweise also sehr starken sozialen Druck spüren, in muslimischen Gemeinden beispielsweise, dass nach einer bestimmten Normativität gehandelt wird. Und da muss man also vorsichtig sein, dass man also in dem innerislamischen Diskurs versucht, also auch diese innermuslimische Diversität anzuerkennen, auch diese unterschiedlichen interpretativen Zugänge anzuerkennen und das eben nebeneinher bestehen kann und dass man auch miteinander kommunizieren kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an die Schweizer Gesellschaft, dass sie sehen, dass Muslime miteinander kommunizieren können, dass sie auch in Positionen, wo sie eben eventuell inhaltlich verschieden sind, dass sie das eben auch transparent machen können. Und damit, glaube ich, ist einfach viel gewonnen für die für das Signal, dass Muslime also verantwortungsvoll auch mit ihrer Identität, mit ihrer Zugehörigkeit in einer offenen Gesellschaft umgehen können. Ein konstruktiver Vorschlag. Also es wird immer so schön erzählt, es sei eine Interpretationsfrage. Mir ist nicht ganz klar, wo der Interpretationsspielraum ist, wenn in jedem Fall, wo die Frau genannt wird im Koran, die als minderwertig angeschaut wird und herabgesetzt wird. Und die Mordaufrufe sind mir auch nicht klar, wo da der Spielraum ist. Aber mein Vorschlag wäre jetzt... Nein, dann können Sie gar schon antworten. Sie haben ja eine Frage gestellt. Wo ist der Interpretationsspielraum? Ich finde persönlich, wenn man über eine Religion Bashing macht, finde ich das rassistisch, Entschuldigung. Und ich meine, von einer römisch-katholischen Sicht, also da ist es auch sehr Diversität. Also man hat auch erzkonservativ bis zu einer Hex-Organisation, die ich finde, die machen super Arbeit. Ja. Also es ist auch so vielfältig und breit. Das ist für mich jetzt schon Bashing. Das finde ich ein bisschen gefährlich. Also bevor der Herr Thiel seinen Vorschlag bringt, hat er sicher einen guten Vorschlag, kann ich mir vorstellen. Oder? Einfach das, was Sie jetzt machen, oder? Sie tun am Anfang der Sendung sagen, sie wollen die Diskussion in Gang setzen. Und dann versuchen sie ständig Katholiken reinzuziehen. Zuerst sagen sie kein Bashing vom Islam und dann versuchen sie ständig die katholische Kirche zu bashen. Heute Abend geht es um die Frage, wie sollen wir Leute integrieren? Das ist doch die Frage. Die SP hat ganz klar im Papier geschrieben, es ist ein Ziel, ist die Integration von Menschen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist ein sehr gutes Ziel. Niemand hat etwas gegen das Ziel. Und was Sie jetzt machen, dient der Sache nicht.
Sie suchen jetzt irgendwie eine Ablenkung also, vom eigentlichen Thema, nämlich das Thema, wie können wir Menschen integrieren. Sie können, dem, Sie können sagen, die katholische Kirche... Die meisten Menschen, die wir jetzt heute aufgezählt haben, sind schon integriert. Nein, aber in der SP, im SP-Papier steht ganz klar, das Ziel ist die Integration über die Anerkennung. Über die Anerkennung der Integration. Bei der Integration reden wir bereits schon. Die Anerkennung ist ein Teil der Integration und nicht zum Ziel zu integrieren. Tun Sie nicht die katholische Kirche zum Thema machen. Da lenkt ab. Ums Thema. Man muss aber auch, man muss sicher auch ein Gegenbeispiel geben. Das finde ich persönlich wichtig. Weil es ist nicht nur eine Religion. Und ich finde es persönlich, wenn man wirklich also plakativ nur über eine Religion... Habe ich nicht gemacht. Also machen Sie nicht, also heute reden wir... Also ist klar, es ist nicht einfach nicht entgegen. Ja, Frau Gögel, es ist im Thesenpapier steht ja, eben, Sie machen das auch aus, weil für andere Religionen gelten. Genau. Also, Herr Grazia, Sie haben jetzt gesagt, man muss nicht ablenken. Jetzt kommen wir schnell. Nein, es steht drin, es ist auch für andere Religionen. Gut. Jetzt, heute Abend, reden wir aber über die Integration und wir reden über den Islam. Das ist ein super Vorschlag von ihm, oder? Herr Thiel, was ist Ihr Vorschlag? Ja, also, ich weiss, es ist ein Tabu über den Koran zu reden, das ist immer ein Bashing, aber da wir von religiösen Grundlagen reden, in einem Vorschlag. Wir haben ja hier einen Wissenschaftler, oder? Jetzt nehmen wir doch mal das Buch, oder, wo Gottes Wort gilt, und dann haben wir einfach alles rausstreichen, weil es jetzt nicht zeitgemäß ist, oder mit unserer Verfassung nicht vereinbar ist. Das ist also, ein provokativer Vorschlag. Nein, das ist nicht provokativ. Moment, in dem Buch steht, dass wir die Hände abhacken sollen. Können wir doch einfach rausstreichen. Oder? Die Frau ist weniger wert, der Mann ist mehr wert. Das können wir rausstreichen. Oder? All die Mordaufrufe. Wir können alles rausstreichen, was uns mit unserem Gesetz... Moment, der Vorschlag ist nicht fertig. Ja. Also, das wird das Buch ein bisschen dünner. Oder? Dann ist das draussen. Nachher jetzt ganz viele Aufrufe zu Hass und Ausgrenzung gegenüber Andersgläubigen. Das müssen wir alles rausnehmen und wir das ersetzen durch Aufrufe zu Toleranz und Nächstenliebe. Und nachher gibt er von seinem Lehrstuhl das als offizielle, moderne Schweizer Koranversion raus und geht in die Moschee und sagt, Jungs, das ist jetzt verfassungskonform. Herr Meditiger, Herr Gempli, dann Sie. Also, Ihre warum Vorschlag... machen die das nicht? Wenn die modern sind. Ist ja logisch, sind. Dass das nicht... Ja, zuerst Herr Gempli, dann Herr Zivik. Also, wenn Sie den Koran so lesen, mit dieser Haltung den Koran lesen, dann sagt das wahrscheinlich mehr aus über Sie als über den Koran. Ich glaube, die Interpretation, die wir jetzt hier gehört haben, die Frau Keller-Messali fragt, das machen die Muslime seit immer schon. Also ich denke, schon seit der Zeit von Mohammed, vom Propheten, haben die Leute immer interpretiert. Natürlich kann man das Buch nicht so textuell lesen und dann so, anwenden. Also, es gibt eine Studie von Tom Anderson, der ist ein Software-Ingenieur, der hat eine Studie gemacht, sprachanalytische Studie. Und er hat die beiden Bücher, also es ist jetzt kein Christen-Bashing, es geht einfach darum, vergleichen, man muss ja auch eine Perspektive wechseln. Bezüglich Wortverwendungen im Koran und in der Bibel. Und die Bibel ist eindeutig brutaler als der Koran, wenn er das sprachwissenschaftlich analysiert. Wegen dem tun jetzt nicht Christen irgendwie umrennen und weiss ich, was für Sachen machen. Gut, wir können das jetzt nicht überprüfen. Ja, Herr Mütti? Es ist so. Oh, wir können es überprüfen. Ich denke, es ist so. Müssen wir nicht irgendwie über die alten Texte hier jetzt miteinander bestreiten, weil solche komplizierte oder provokative Texte bezüglich unserer heutigen Realität, es gab auch bei anderen Heiligen Schriften. Im Judentum und auch im Christentum. Normalerweise jetzt ist es so. Wenn wir reden eventuell über eine öffentliche Anerkennung, eventuell, es ist im Eigentlichen, wir rechnen nicht morgen, übermorgen. Ich schätze die Diskussion insbesondere, trotzdem bin ich selber als Theologe und Imam, ich habe große Vorbehaltungen und Reserven. Aber Diskussion zeigt eigentlich, wie weit unsere Gesellschaft mit der echten Demokratie gegangen ist. Das bedeutet, wir sollten miteinander über alles reden. Das heißt, auch eventuell in nächsten Perioden über die öffentliche Anerkennung. Aber es ist eigentlich im SP-Papier steht, nicht nur hat zu tun mit der Integration und der Muslime zu integrieren, sondern vor allem in der Mittelpunkt steht Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Leute, müssen wir nicht vergessen, unsere Gesellschaft ist stark, divers und vielfältig geworden. Wir sollten jetzt mit anderes Konzept denken. Das heißt, alle Menschen, abgesehen von ihrer Kultur, Überzeugungen, kulturellen
Religion und so weiter. Das heißt, wenn wir im eigentlich so rechnen, in Zukunft wir sollten haben eine einheitliche Gemeinschaft, Gesellschaft, damit Menschen alle gleich betrachtet, gleiche Chancen haben. Sie sagen mit dem neuen Konzept denken, Herr Thiel, ich möchte Sie da einbringen. Sie lehren das ja, die Auslegung vom Koran. Was halten Sie vom Vorschlag von Herrn Thiel? Ich würde es ganz auf den Punkt bringen. Das ist eine zivilisatorische und kulturelle Bankrotterklärung, wenn man so vorgehen würde. Wir werfen ja letztendlich salafistisch-extremistischen Kreisen genau das vor, dass sie Tradierung ausradieren, dass sie Tradition ausradieren, dass sie jahrhundertelange Interpretationen, einfach zivilisatorische Einbindung letztendlich dieser religiösen Kraft ausradieren, dass sie das auf Null setzen, dass sie das nicht akzeptieren. Und ich glaube, das wäre zivilisatorisch also eine Bankrotterklärung. Das heißt, eigentlich nur noch Anthropologen und Ethnologen beschäftigen sich eventuell mit dem heiligen Text der Muslime. Also ich finde das, zivilisationsgeschichtlich finde ich das eine schwierige Haltung. Echt? Also wir hier, wenn ich so sage, Zivilisationsgeschichte hier, hat man den Gutenberg, der hat mal den Buchdruck gebracht und dann ist Luther gekommen und der Bibel mal in Volkssprache übersetzt und dann ist der Pestalozzi gekommen und er schaut, dass jeder kann lesen und schreiben und dort kann hier jeder Strassenwischer, jede Putzfrau kann die Bibel lesen und sich selber eine Meinung machen und offen dazu eine Stellung nehmen und muss nicht ums Leben fürchten. Und solange das im Islam nicht der Fall ist, der sitzt ihr mit eurem Lehrstuhl noch im Mittelalter. Also ich möchte mich einfach hier in dieser Runde einfach nicht mundtot machen und ich muss auch sagen, das ist in anderen Religionsgruppierungen nicht anders. Und das lasse ich mir jetzt wirklich nicht erlauben, dass sie finden, es sollte dort ablenken. Also ich meine, vor ein paar Wochen hat im evangelischen Präsidium jemand offensichtlich in seinem Buch geschrieben, zum guten Glück gibt es Prostituierte, damit Männer zu weniger gewaltbereit wären. Also, das geht auch nicht, das ist nicht akzeptabel. Nein, und auch die extremistische Reihe aus dem Islam heraus ist inakzeptabel, nicht respektabel. Und es ist eine Sache vom Gericht und der Polizei. Und es ist nicht, wenn wir konstruktiv diskutieren wollen, wie vielfältig wir in der Gesellschaft sind. Und ich bin nicht, um es noch mal aufrunden, in dem Positionspapier, wo das festgehalten ist, ist es eine Diskussionsrunde und ich differenziere mich auch in gewissen Sachen. Ich gebe Ihnen recht, oder? Es geht nicht nur um Integration in dem Papier, es geht auch um Gleichberechtigung oder um Gleichbehandlung der Religionen. Da gebe ich Ihnen recht, oder? Nur der Weg von der SP ist nur ein möglicher Weg, um alle Religionen gleich behandeln in der Schweiz. Es gibt noch einen anderen Weg, nämlich Privilegien allen wegnehmen. Dann sind auch alle gleich. Und mir scheint das der modernste Weg zu sein. Durchaus. Das ist der Weg, den die Amerikaner gegangen sind. Das ist der Weg, den der Rest von Europa... Also auch der Katholiken? Die katholische Kirche existiert auf der ganzen Welt, global, ohne öffentlich-rechtliche Anerkennung, außer in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Es geht wunderbar. In den USA sind da ganz grosse, tolle Diözesen. Die geben sich sogar viel mehr Mühe. Die Kirche lebt eigentlich auf der ganzen Welt mit Spenden, im Grunde genommen. Es ist ein privatrechtlicher Verein in der Regel. Ich finde das eine wunderbare Sache, es ist eine moderne Sache. Ich bin sehr überrascht, heute Abend zu hören von den Linken, die angefangen haben mit Religion ist Opium für das Volk, aus dem Marxismus, landet es heute mehr Staat für die Religion. Also das ist ein Spagat. Also geistesgeschichtlich ein Spagat, wenn man schon bei Traditionen sind. Also Gerechtigkeit könnte man auch alle abschaffen, wäre gut. Ganz kurze Intervention. Es ist so, ich denke, im Eigentlichen hat nichts zu tun, wie jetzt gerade Sie haben gemeint. Weil ist, wenn eventuell, okay, gibt es verschiedene Wege. Und ich denke, es ist eine lange Strecke. Und ich bin sicher, das kommt vielleicht in 10 Jahren, was jetzt gerade lanciert SP und Grünen. Oder vielleicht kommt überhaupt nicht. Weil wir wissen überhaupt nicht, wie orientiert, sollte unbedingt orientieren unsere Gesellschaft. Oder vielleicht es wäre die beste Variante, zum Beispiel mehr Trennung zwischen Religion und Religion, und Staat und Religion. Aber das haben wir jetzt schon gehört. Nein, das ist meine Frage. So, was denken Sie in 20 Jahren, in 50 Jahren immer so eine bestimmte Religion privilegiert gegenüber anderen? Wie könnten wir auswägen oder Balance schaffen in unserer Gesellschaft? Wie könnten wir zum Beispiel Diskriminierung
beseitigen und überwinden. Das ist, mir interessiert persönlich als Theologe, ich bin weniges beschäftigt mit diesem Punkt. Für mich ist, wie könnten, meine Frage lautet so an euch allen, was denken Sie, was ist für eine Philosophie, sollten wir vorbereiten, damit abgesehen von Glaube und Kultur und Ursprünglichkeit, Herkunft und Traditionen, alle Menschen gleichgestellt. Frau Kalder, sorry. Für das haben wir eine Verfassung. Für das haben wir eine Verfassung und das ist vorgesehen, dass alle vor dem Gesetz gleichwertig sind. Für das braucht es nicht noch Sub-Abteilungen von Religionen, die anerkennt oder nicht anerkennt. Ich finde die Diskussion eigentlich ein bisschen müssig, muss ich ehrlich sagen. Mir ist immer noch nicht klar, wer man anerkennen will. Und wer soll das sein, wirklich als Verein? Und wer sind die Herren, die da vertreten? Das sind zu 99% Männer. Man soll ihnen Privilegien geben, wie den Zugang zu den Daten der anderen Muslime, die gar nicht tätig waren in der Moschee. Entschuldigung. Dann sollen sie finanzielle Privilegien bekommen. Und dann soll man sie auch noch legitimieren, um Seelsorge zu machen in Spitälern und in Gefängnissen. Ich weiss, von was ich rede. Ich weiss, dass in Gefängnissen und Spitälern zum Beispiel viele Imame salafistische Literatur und Broschüren einbringen, den muslimischen Gefangenen. Mhm. Ich weiss es, weil ich konsultiert werde von sehr vielen Leuten. Und darum habe ich so viele Fragen. Ich habe noch eine andere Frage in Bezug auf die Seelsorge. Wir haben an der Uni Bern zum Beispiel einen Lehrgang aufgebaut für Seelsorge mit der Frau Professor Not. Und gleichzeitig macht der SIG, das Schweizerische Zentrum Islam und Gesellschaft, einen Konkurrenzlehrgang. Ich frage mich, was läuft da eigentlich? Wieso gibt es nicht eine Zusammenarbeit? Warum haben wir nicht ein klares Konzept zu dieser Frage von der Seelsorge? Was ich beobachte, ist, dass da ein Machtkampf im Gang ist. Wer hat Deutungshoheit über den Islam in der Schweiz? Und darum bin ich absolut skeptisch in Bezug auf das Schweizerische Zentrum Islam und Gesellschaft, in Bezug auf die Seelsorger, die heute aktiv sind. Und so eine Diskussion um die Anerkennung subjektiv bringt aus meiner Sicht aber absolut viele Unklarheiten und Probleme, die noch nicht gelöst sind. Frau Hallemessoli, Sie haben ja ein Buch geschrieben, oder? Islamistische Drehscheibe Schweiz. Jetzt warnen Sie für erzkonservative Moscheen. Sie sagen, die meisten sind Probleme. Das Buch ist aber auch kritisiert worden von Islamwissenschaftlern. Jetzt heisst es, Sie sagen Einzelfälle verallgemeinen. Wie reagieren Sie auf die Kritik? Ich reagiere wie folgt. Mein Buch ist vor allem von den Islamverbänden kritisiert worden. Sie haben alle den gleichen Text auf ihrer Webseite gehabt. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Türkische Miligörüsch, also islamistische Gruppe eigentlich, kritisiert mein Buch. Der politische Islam, den wir heute haben, in Form von Vereinen und Verbänden, kritisiert mein Buch, bezeichnet mein Buch als einen Blindgänger. Das ist für mich eigentlich eine Ehre. Und auch bei den Islamwissenschaftlern, da habe ich ganz viele Fragezeichen. Ja, welche Islamwissenschaftler in der Schweiz sich von Anfang an in den letzten 20 und 30 Jahren immer solidarisiert haben mit diesen Verbänden, wo, ich sage es nochmal, aus meiner Sicht einen politischen Islam repräsentieren. Politischer Islam, Herr Gempoli, das ist das Problem, sagt Herr Hallemessoli. Wenn das eine Ehre für Sie ist, dass Sie die Islamverbände kritisiert haben, dann kann ich vielleicht Ihre Ehre noch etwas erhöhen. Es gibt auch viele andere Leute, die Sie kritisieren. Also der Staatsrat Fessler aus dem Kanton St. Gallen, der gesagt, Sie seien radikalisiert. Sie haben sich radikalisiert. Das hat er gesagt, aber ich glaube, er hat auch gesagt, Sie haben Ihre Anschuldigungen, die Sie vorgebracht haben, Sie haben nie irgendwelche Belege dafür gebracht. Darf ich es ganz konkret sagen? Nein, das ist wichtig. Ja, das ist aber SP. Fessler ist SP. Das ist wichtig zu wissen. Ja, gut, das ist natürlich klar. Ja. Also, aber es gibt den Herr Fessler. Es gibt, vorhin Sie vom Strafvollzug geredet. Und dort gibt es auch andere Fälle, wo quasi in Pöschwies mit dem Strafvollzug, wo Sie rausgeworfen worden sind, weil Sie die Kriterien nicht respektiert haben. Und der Imam, Herr Gempoli, Frau Kalle, darf ich da schon stoppen? Ich will es
jetzt wirklich bei der allgemeinen. Also kann ich alles bei den Zeitungsartikeln alle da. Das ist keine Sache. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr das versteht. Wieder bödeln und ruhig. Sie können ohne weiteres Ihre Meinung haben, Ihre Sicht vom Islam propagieren. Das ist grosszügig gewesen. Nur damit Sie dann sicher sind. Und wenn Sie wollen, können Sie sich auch anerkennen lassen. Also ein Wattländer Modell können Sie, wenn Sie einen Verein haben, nach einem Wattländer Modell können Sie Ihren Verein anerkennen lassen. Kein Problem. Herr Gemperl, ich habe eine Frage. Und Sandra, nur fertig machen. Der Punkt mit der Frau Kellermessal ist, tut mir leid. Also wenn Sie eben Ihre eigene Meinung haben, ist okay. Wenn Sie einmal einen Verband angreifen, ist auch okay. Dort, wo ich Probleme habe, wenn Sie Individuen angreifen, krass angegriffen, sagen, die sind gefährlich, die sind Salafisten. Und das sind Leute, die haben einen Job, das sind Leute, die haben Familie, die haben Kinder, die in die Schule gehen, die haben Nachbarn. Und das ist alles unbegründet. Ich habe mehrere Moscheen. Bringen Sie konkrete Beispiele. Also, jetzt ist fertig, Herr Gemperl, das machen wir. Ich will nicht auf konkrete Fälle gehen. Und zu Ihnen komme ich gerade. Jetzt stelle ich Ihnen eine nächste Frage. Jetzt stelle ich Ihnen eine ganz konkrete Frage, Gemperl. Bleiben wir im Allgemeinen, dass alle mitkommen, nicht in den einzelnen persönlichen Fällen. Allgemein finden Sie auch, dass das, was Frau Kellermessali sagt, dass der politische Islam ein Problem ist in der Schweiz? Wie reagieren Sie auf das? Was ist auf den konkreten Vorwurf? Was ist politischer Islam? Sehr interessant, aber Herr Gemperl, das ist ganz klar. Herr Mehmeti, hat die Frage an Herr Gemperl gestellt. Ich komme gerade zu Ihnen. Ist gut? Gut. Ja. Also der politische Islam, das ist eine Lesart von Islam, die die Gesellschaft einfach nach islamischen Regeln gestalten. Man versteht zum Beispiel, also als konkretes Beispiel, man verteidigt die Tatsache, dass ein Bub seiner Lehrerin nicht mehr die Hand geben will. Man verteidigt die Tatsache, dass kleine Kinder nicht mehr zusammen schwimmen sollen, weil das ja Buben und Mädchen sind. Das ist alles eine politische Gestaltung der Gesellschaft. Und das verstehe ich unter politischem Islam. Das heisst, und Sie sagen, das ist das Problem. Operieren wir hier mit Plastikwörtern, die wirklich dehnen, wie man will. Also für mich müssen alle ganz klar die Verfassung respektieren, so wie sie ist. Und die Gesetze respektieren, so wie sie sind. Und nachher die konkreten Sachen, nehmen Sie Handschlagaffäre. Und ich denke, das ist wieder wichtig, dass man die Perspektive ändert. Es geht ja nur darum, es geht nicht um irgendwie andere Gemeinschaften zu bashen, sondern nur damit die Leute das verstehen und sehen. Also es gibt in der Schweiz keine einzige islamische Privatschule. Alles, was muslimische Schüler und Schülerinnen machen an der Schule, ist per se öffentlich. Es gibt ganz viele Privatschulen von anderen religiösen Gemeinschaften, von verschiedenen Gemeinschaften. Und dort haben sie teilweise keinen Handschlag, dort haben sie teilweise keinen gemischten Schwimmunterricht. Das ist aber privat, das sieht niemand, das sind Privatschulen. In den muslimischen Schulen gibt es keine, also alles ist per se öffentlich. So betrachtet, wegen dem Handschlag jetzt in Terwil und irgendwo, wo es jetzt keinen gemischten Schulunterricht wird, also da geht die Schweiz nicht unter. Das ist relativ wenig. Wenn man so betrachtet, muss man fast sagen, wahrscheinlich sind die kleinen Muslime fast besser integriert als die anderen. Vielleicht einfach der politische Islam, das wird noch häufig angewendet auch, und dass man sich einfach ein bisschen auskorrigieren und sagen, es gibt auch die gewaltbereite Islamismus und dann aber auch die konservative. Ich glaube, das muss man eher so betrachten. Und auf das muss man natürlich genau drauf schauen. Und da gibt es aber auch sehr viele, die Sie auch erwähnt haben, die total liberalen Musliminnen und Muslimas, die ja auch hier leben. Und wirklich, ich kenne mehrheitlich solche. Und vielleicht einfach noch am Schluss, Sie haben Erdogan genannt, vor 20 Jahren hat die konservative Islamisierung angefangen. Wissen Sie mit was? Mit Kopftuchverbot. Mhm. Und wo sind wir heute? Also ich glaube so, dass das Anti und Bekämpfen... Wo sind wir heute? Wenn Sie auf Türkei schauen, dann richtet sich das nach Richtung Teheran, also Iran, also noch viel erzkonservativer. Sagen Sie quasi, ein Verbot schafft trotz Reaktion. Also es tut Gegenreaktion, aber die Konservativen noch stärken. Also, Minarettverbot, Burka-Initiative, die Diskussionen, Herr Ziri, wie Sie das beobachten, ja auch, was hat das dann
zur Folge in der islamischen Gemeinschaft gibt es in der Schweiz? Also vielleicht noch ein Punkt, der eben erwähnt wurde. Ich glaube, das ist einfach verfassungsrechtlich ein bisschen unklar. Also ich denke, die Anerkennung als Religionsgemeinschaft ist eigentlich das Ende eines Scheidungsprozesses von Religion und Staat. Das ist nicht der Beginn davon. Also hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Anerkennung als Religionsgemeinschaft so etwas wie die Wiederkehr der Religion einläutet. Aber das ist eigentlich verfassungsrechtlich genau umgekehrt. Also das Ergebnis dieses Prozesses der Scheidung von Staat und Religion ist eben, dass man den Religionsgemeinschaften also einen gewissen Status gewährt, der dem Allgemeinwohl dient. Einfach nur jetzt mal so. Also machen die Amerikaner alles falsch? Nein, die Amerikaner haben keine einzige Religionsgemeinschaft anerkannt. Die machen alles falsch. Dann sind die antiliberal und ein Gottesstaat. Nein, aber wir sind auch keine amerikanische Gesellschaft. Das ist also nicht wahr. Nein, ich sage ja auch nicht, dass es das einzige Modell ist. Ja, eben, das ist einfach nicht wahr. Man kann auch Religionen als privatrechtliche, als Verein oder so stehen lassen. Und das ist für mich das liberale Modell. Was Sie hier tun, ist wieder die Vermischung von Religion und Staat mit verfassungsrechtlichen Argumenten. Aber bleiben wir doch jetzt so schnell bei der Abgrenzungssymbolik. Das ist eigentlich die Frage. Das erlebt man, denke ich, bei der Burka-Initiative und bei der Minarett-Initiative wieder sehr, 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 sehr deutlich. Das, was also wichtig ist, denke ich, ist die Kommunikation über eine gewisse Gruppe hinweg. Und ich denke, wenn man beispielsweise mit Muslimen diese Frage erörtert, also die Vollverschleierung ist also eine Minimalerscheinung in der islamischen Welt, wird eigentlich überwiegend abgelehnt. Wenn man mit Muslimen diese Fragen erörtert und sie also auch mit einbezieht, dann glaube ich, ist eine sehr, sehr starke individuelle Bereitschaft da und auch interpretative Bereitschaft da, das also so zu akzeptieren. Das ist bei dem Moscheebau ist das sehr, sehr, sehr ähnlich. Da, wo Menschen meistens immer empfindlich reagieren, ist, wenn sie den Eindruck haben oder das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg also so eine Diffamierungskommunikation oder Diffamierungstendenz. Das schafft dann fast schon, man könnte sagen, eher noch Parallelwelten. Es schafft Frust, es schafft viel Verdrängung und das ist eben die große Gefahr, dass wir einen Großteil der muslimischen Bevölkerung nicht mehr erreichen mit demokratischen Prozessen, weil sie sich nicht mehr zugehörig fühlen. Sie geben das Stichwort, Herr Ziri, die Größten nicht mehr erreichen, weil sie sich nicht mehr zugehörig fühlen, gerade handdrängt fühlen, gibt es ein Radikalisierungsproblem? Ja, also die Schweiz hat ja fast 100 Dschihadisten. 93? Ja, und dann hat sie, also von denen, die man weiss. Dokumentiert? Ja, und dann gibt es ca. 500 Leute, die beobachtet werden, also Gefährder. Also, da muss irgendein Grund sein, warum man sie als Gefährder einteilt. Europaweit haben wir mehrere Tausend junge Muslime oder eben Konvertierte, die in den Dschihad gezogen sind. Wir haben ein Problem. Also das darf man nicht verleugnen. Gerade kommen jede Konvertiten, Herr Gempoli, haben ja einen schlechten Ruf. In der Schweiz. So. Warum? Also in der Deutschschweiz habe ich das auch gemerkt. Ja, in der Weltschweiz ist das gar nicht so, ehrlich gesagt. Also ich denke, in der Deutschschweiz hängt das wahrscheinlich sehr viel mit einem kleinen Gruppe zusammen, die ich jetzt hier nicht unbedingt nennen würde. Also Islamisch Zentralrat, ja. Ja. Also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke, was vielleicht kann sein, also ich denke, wenn jetzt jemand sich quasi sich für eine neue Religion entscheidet, dann glaube ich, gibt es schon einen Moment, das habe ich auch gespürt am Anfang von meiner Konversion, wo man so einen Moment hat, wo man wie so in ein neues Haus hineinkommt. Oder? Und dann denkt man sich, okay, wo ist jetzt da, wie läuft es da, wie sind die Regeln in dem Haus und man möchte irgendwie alles richtig machen. Und genau, dann hat man allenfalls dann Tendenz, zu sagen, oh, jetzt bin ich mir nicht sicher und dann bin ich vielleicht eher ein bisschen gestrickt, um zu sagen, okay, dann bin ich eher auf der sicheren Seite. In der Wirklichkeit ist man dann eher oft auf der falschen Seite. Aber das merkt man erst später, oder? Also ich denke schon, dass es für Konvertiten so am Anfang so einen Moment gibt, wo sie vielleicht ein bisschen überkorrekt sind, wie sie das sagen. Generell würde ich nicht sagen, also ich kenne wahnsinnig viele Konvertiten, die sind jetzt halt nicht in den Medien. Sind ja nicht so viele jetzt Konvertiten. Aber Sie sagen ja doch, die Dschihad-Reisen, die 93 sind dokumentiert in der Schweiz, also, oder? Sie sagen, Sie haben denn die in Ihren Augen Ihre Religion gekapert? Also nein, das ist nicht unsere Religion. Das ist nicht meine Religion, einmal einerseits. Auf der anderen Seite, dass es eben eine relativ hohe Anzahl Konvertiten gibt, das zeigt ja genau, das ist nicht ein religiöses Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Weil die Leute, die suchen das. Ich kann Ihnen einen Fall sagen von Genf. Da hat einer, sind muslimische Fragen, das sind zwei radikalisierte Jungen gewesen. Der eine war Christ gewesen.
Und dann hat sein Kollege gefragt, ich möchte kämpfen. Ich möchte gerne in die Ukraine kämpfen, und das hat irgendwie nicht gelampt. Mhm. Und dann hat er seinen Kollegen gefragt, ja, kann ich da auf Syrien kämpfen? Kann ich als Christ? Er gesagt, nein, ich muss Muslim werden. Dann hat er sich konvertiert und ist kämpfen. Also die Leute suchen nicht Religion. Die sind also sie sagen eigentlich, um es zusammenzufassen, die konvertieren zur Gewalt, nicht zu einer anderen Religion. Genau. Die haben eine Prädisposition, also die haben irgendwelche, ich weiß es nicht, also ich kann mich nicht in die hineinfühlen. Also. Mhm. Aber die prägen ja doch, oder? Fatalerweise prägen ja zum Teil dann ja, heute ist es das öffentliche Bild. Heute ist es der Islam. Vor irgendwie ein paar Jahren war es eher linksextrem, rechtsextrem. In 10 Jahren ist es etwas anderes, oder? Das ist eine totale Verwäschung. Darf ich etwas dazu sagen? Noch kurz, schnell. Ich bin sehr einverstanden, oder? Mit der Analyse, das ist der Enzensberger, der radikale Verlierer, das ist ein ganz berühmter Aufsatz, der ist etwa 20, 30 Jahre alt, hochaktuell immer noch, wo junge Menschen beschreibt, die sich als Verlierer empfinden, als Diskriminierte und wegen dem sich radikalisieren. Und die Ideologie ist fast austauschbar. Aber gerade darum verstehe ich nicht den Vorstoss von der SP. Es ist ein soziales Problem und kein religiöses. Genau da. Argument würde ich jetzt sagen, wenn ihr die Leute wollt auffangen, wenn ihr denen das Gefühl gebt, ihr seid ein Teil von dieser Gesellschaft, so, dann versuchen wir sie gesellschaftlich zu integrieren und nicht über religiöse. Gut, aber was wichtig ist, das ist doch ein Widerspruch zu der SP jetzt. Das ist doch jetzt, also, wenn man das schon so sieht, so deutlich. Aber Herr Ratzinger, das haben Sie jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Das haben wir jetzt verstanden. Okay. Jetzt ist schnell. Jetzt ist ja, aber ich meine, wenn ich bin keine Muslimin, aber wenn ich als Muslimin immer kategorisiert in der Ecke hineindrängt wird. Das wird also es wird. Also Sie werden es wird, wie viele Musliminnen und Muslime kennen Sie? Haben Sie in Ihrem Freundeskreis? Und wir, ja. Mhm. Das habe ich. Und ich kann Ihnen sagen, und wenn das bei den jungen Leuten passiert, jetzt müssen Sie mich ausreden lassen, die nach Suche nach einer Identität sind oder gewaltbereit sind, die haben sie abgeholt. Und darum ist es wichtig für uns, jetzt muss ich es einfach noch mal betonen, was vielleicht in dieser Runde vielleicht ein bisschen untergegangen ist mit dieser Anerkennung. Erstens müssen wir ja in unserer Verfassung gewisse Sachen, da ist ja schon eine kleine Diskriminierung drin, dass man nicht in allen Kantonen so moralische Anerkennung machen könnte. Also ich rede von der kleinen Anerkennung, nicht öffentlich-rechtlich, privat-rechtlich. Das ist jetzt einfach mal ein wichtiger Punkt. Jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen. Wir sind in der Schlussrunde. Rechtsstaat unwürdig ist das. Moderner Rechtsstaat tut keine moralische Ordnung. Nochmal, um das nochmal zu sagen, also die SP tut ganz klar den laizistischen Staat befürworten. Ganz klar wird Kirche, Staat, Religion trennt. Aber wir sind der Meinung, dass wir Hand bieten müssen, vor allem genau auch aus solchen Aspekten, dass die Moscheen nicht in diesen Hinterhöfen sind, dass die auch gleichberechtigte Ressourcen haben. Gleichberechtigte Ressourcen, eine Diskussion ist wichtig, ein Diskurs ist wichtig. Es wird aber auch gesagt von Kritikern, dass es schwierig ist, den Islam zu kritisieren. Herr Thiel, Sie haben ja den Koran kritisiert, sehr deutlich. Und ich habe mal in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie von sich selber gesagt haben, Sie sind sowohl Aufklärer als auch Hofnarr. Selbsternannte Aufklärer und Hofnarr. Also was haben Sie denn jetzt den Islam kritisiert? Als Aufklärer oder als Hofnarr? Also im Grunde genommen, wenn man Shakespeare-Dramen anschaut, ist der Hofnarr der auch die Sachen dürfen sagen, die anderen nicht dürfen sagen, oder? Was tabuisiert wird. Und von mir aus gesehen hat der Islam ein massives Gewaltproblem. Ich finde zum Beispiel den Buddha toll. Wenn Sie mich fragen, wird da nicht zu Gewalt aufgerufen? Dann sage ich, nein, Buddha, das ist Nächstenliebe für seine Gewaltlosigkeit. Aber jedes Mal, wenn ich Moslem frage, warum wird die zu Gewalt aufgerufen, dann sage ich nicht, nein, wir sind gewaltlos. Dann sagen sie, ja, die anderen rufen voll zu Gewalt auf. Gut, jetzt, Sie haben gesagt, Sie haben der Hofnarr ist der kritisieren darf, der alles kann sagen, der das auch von den anderen nicht sagen. Von wem ist dann die stärkste Kritik gekommen an Ihrer doch wohl sehr, sehr steile These? Von SP-Seite oder sagen wir allgemein von linke Seite, dort ist Patrick Nico, bin ich da von Flugzeugträger umringt, sie auf mich geschossen haben. Also im Grunde genommen von muslimischer Seite sind ein paar Morddrohungen gekommen, die sind grösstenteils aufgeklärt. Und von linker Seite sind Beschimpfungen gekommen, Vorurteile. Haben Sie Angst, Herr Thiel, haben Sie Angst? Nein, ich bin ein Buddhist, ich könnte mich verschiessen, ich komme wieder. Als was mögen Sie wiederkommen? Als was wollen Sie wiederkommen? Vielleicht probiere ich es mal als Frau oder als muslimische Imam. Ich weiß nicht. Und wie schützen Sie sich gegen die Angst? Ah, im Grunde ist es eine religiöse Geschichte. Also, zum Beispiel der Zen-Buddhismus lehrt,
dass Angst daraus kommt, wenn man sich Gedanken zu weit in die Zukunft herauswagt. Das heisst, wenn ich dauernd denke, oh, jetzt im Morgen vielleicht verschießt man jetzt einen, dann laufe ich in Angst um. Das ist ja Quatsch. Also, im Moment. Wenn mir einer verschießt, dann habe ich bis dahin wunderbar. Natürlich, ich meditiere jeden Tag. Nicht gegen Angst, aber ich meditiere jeden Tag. Ich, ich glaube natürlich an die Wiedergeburt, dass man ein anständiger Mensch muss sein und dass es alles im nächsten Leben sonst, wiederkommt. Also ich bin zum Beispiel vermutlich im letzten Leben ein Politesse gewesen, so viel Bussen, wenn ich in diesem Leben nicht bekomme. Also ich glaube, das ist alles so ein Zyklus unterworfen und die Aufgabe von der Religion. Also Sie sagen ja, Herr Thiel, eigentlich machen die Menschen, wenn Sie zusammenfassen, sagen Sie eigentlich machen die Menschen aus der Religion, was sie wollen. Das, ja, das ist so. Also, zum Beispiel im Neuen Testament, da wird überhaupt nicht zur Gewalt aufgerufen. Der Jesus, der Lehrer von Nächstenleben und Verzeihung. Wenn jetzt Paulus rauslässt. Paulus gut, hat gut, jetzt haben wir es gut. Aber trotzdem, im Namen von Jesus werden Kriege geführt, Hexen verbrannt und so. Beim Islam ist es von mir aus umgekehrt. Obwohl in diesem Buch nur zur Gewalt aufgerufen wird, gibt es so viele anständige Moslems, wie sicher auch die hier. Und nachher haben wir Yoga als Bewegung von Gewaltlosigkeit, Vegetarismus und so. Das kommt aus dem Shivaismus. Das ist von uns gesehen fast eine Teufelsreligion. In jedem Shiva-Tempel in Indien. Ich habe 2,5 Jahre in Indien gelebt. Fast jedem Shiva-Tempel ist in der Mitte so ein grosser Stein, Penis. Man lernen, muss sagen. Das heisst, Shiva-Lingam ist Sanskrit, heisst am Shiva sein Penis. Und von dem Penis hat so eine Erinnerung rundherum. Dort werden Hühner geschlachtet. Also, um den Penis? Ja, auf dem Penis. Auf. Also eine Religion, die auf einem Stein Penis durch Hühner schlachten, sind wir uns einig, das ist etwas nicht. Also, recht, aber auf jeden Fall, was Sie sagen, ist, ich fasse es noch mal zusammen, man tut es ganz verschieden auslegen. Menschen machen aus ganz verschiedenen Religionen das, was sie wollen. Und jetzt müssen wir wie einen Schritt weitergehen und fragen, sind denn die Debatten, die religiöse Debatte, in dem Fall, wir reden über den Islam, ist denn die Islamdebatte eben eigentlich auch eine Frage nach unserer eigenen Identität? Oder? Das ist was Sie sagen. Also müssen wir dann uns auf der Suche nach unserer Identität auch abgrenzen? Ich glaube, das. Ja. Achso, ja. Bitte. Ich glaube, bitte. Also ich glaube, ich sag's mal so, auch Muslime sind da voll im Soll in dieser Identitätssuche. Mhm. Also sind da hervorragend eingebettet. Es gibt spannende Untersuchungen, die von einer symbolischen Religiosität von muslimischen Jugendlichen sprechen. Wir hatten eben also eine Verbindung von Popkultur und Jugendphänomen, also eine Reihe von Konvertiten, war total stark. Ein YouTube-Video, 100 Likes, was man den Leuten dann gesagt hat, du weißt schon, dass du 5-mal am Tag beten müsstest, hat sich das Ganze wieder sehr schnell gesettelt. Also das ist schon irgendwo eine Frage, die natürlich auch Muslime betrifft. Und da ist es, denke ich, wichtig für Muslime, also das auch für sich zu identifizieren und das eben zu thematisieren. Dass Spiritualität, eine bestimmte ethische Haltung, eine ethische Interpretation eben etwas ganz anderes ist als eine identitäre Haltung, die sagt, ich formuliere mich jetzt quasi ständig und exklusiv und restriktiv nur noch als Muslim oder als Muslime. Mhm. Herr Gampoli, genau die Identitätsfrage. Eben, wie tut man seine Identität quasi festmachen? An was? Sie haben einmal gesagt, es ist eigentlich laufend immer über Abgrenzung. Was ich eben eigentlich zu etwas Negativem führt. Wie könnte man das anders machen? Also ich denke, einerseits ist schon vielleicht die Frage auch jetzt von der Anerkennung, also ich sehe das für mich, oder? Also ich bin Schweizer, ich habe einen langen Stammbaum in der Schweiz und so weiter. Und für mich ist es eigentlich nicht wirklich erklärlich, wieso meine Religion nicht so anerkannt wird wie die anderen. Und da hat schon auch einen identitären Charakter, die Frage. Und sonst glaube ich, müsste man einfach. Also, was für mich quasi unumstößlich ist und nicht diskutierbar ist, alle Leute, die in der Schweiz sind, müssen sich einfach an dem, ich muss sogar sagen, die müssen eigentlich die Schweiz lieben. Also, wenn man da ist, dann muss man eigentlich die Schweiz lieben, für die Schweiz da sein, für die Schweiz etwas machen wollen. Und das ist so vielleicht so das, was alle zusammenschweißt. Also, man muss das Land so, wie es ist, gerne haben und alle miteinander versuchen, das vorwärts zu bringen. Wir müssen schauen, was ist unsere gemeinsame Zukunft. Und das ist das, wo mich quasi, wo wir uns zusammenschweissen können. Und das ist auch, wo die Schweiz schon seit Jahrhunderten zusammenschweißt. Wie kann man denn die Islamophobie entgegenwirken? Islamophobie, Moment, seid ihr Thilophob, wenn ich den Islam kritisiere? Ich meine, seid ihr SVP-ophob? Das Wort ist einfach ein Schwachsinn. Das kritisiert man nicht Islamophob. Dann frage ich anders, ganz konstruktiv, wir haben noch 2 Minuten. Wie könnte das Zusammenleben verbessert werden? Ausser über eine Anerkennung. Eben.
Ich komme jetzt nochmal, ich habe es jetzt noch schon ein paar Mal erwähnt, aber jetzt ist dann WM, oder? Jetzt sind wir dann Fußball, Fußball-WM. Und wenn ich die Mannschaft anschaue, die Nationalmannschaft, oder? Das ist ja ein bunter Mix. Wie haben die das geschafft? Oder? Ich meine, ist jetzt ein Idealbild. Natürlich ist ein Land keine Nationalmannschaft, das ist mir auch klar. Oder? Aber jedes Mal, wenn wir jetzt einen Match schauen an der WM, werden wir uns denken, ja, aber mit doch, dem Beispiel. Jetzt, ja, aber das ist doch gelungene Integration. Es gibt, und wer hat das geleistet? Das sind Verbände im Hintergrund, Sportverbände, Vereine, das sind Fußballtrainer. Oder ein Talent. Ja, aber es geht über Gesellschaft gelaufen. Es ist nicht über Funktionäre, nicht über Autoritäten. Das ist ein Schlusswort, das du tut mir leid, ich weiß, wir können noch viel lang weiter diskutieren. Ich danke Ihnen für die hitzige, aber doch auch konstruktive Diskussion, würde ich sagen. Wir reden weiter über die Integration. Wenn Sie weiter diskutieren mit mir, tun Sie das auf Hashtag SRF Club oder schauen Sie auf meinem Facebook vorbei. Und bei uns geht es weiter mit der Tagesschau Nacht, dann mit der Barbara Bührer mit der Nachtwache. Und morgen geht es in der Rundschau um CVP, genauer um CVP Frauen. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.